Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Detroit. Ja, wir sollen hier in den Eden Club. Hier ist ein Mord geschehen und wir haben vorher in der letzten Folge haben wir Hank geholt. Und wir sollen ihm jetzt folgen, was wir, denke ich mal, auch jetzt tun werden. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Warte. Warte mal, ist da was? Okay, warte. Wir folgen Hank. Oh. Hallo? Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Ich guck doch nur. Mist, ich kann nicht mehr gucken. Ich geh mal hier lang. Nicht wegdrehen. Es ist das Zimmer. Oh, übrigens. Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Ach nee, nicht er. Kent Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Untersuche den Tatort. Okay. Fangen wir an. Aufstehen, Diagnose. Biokomponent und Selektor schwer beschädigt. Wow, hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Okay. Was haben wir noch? In dem Raum nichts weiter, nur noch die Leiche als menschliche Opfer wahrscheinlich. Okay, wir haben 3 Punkte. Schauen wir mal an. Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache ersticken. Verstorben. Okay, Graham, Michael. Wir rekonstruieren das mal. Wir gucken uns erstmal das Ganze an. Okay, da ist irgendwas auf ihm drauf oder so. Er wehrt sich. Opfer wurde erwürgt. Wenn das Opfer erwürgt wurde, warum? Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf.
Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Oh, Leute, ich hab nur... beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Ja. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Mist. Mist. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt nur eine Person, die direkt geguckt hat. Er vielleicht auch? Ja, ich habe bewusst gesagt Person. Ich guck mal. Ne, scheinbar ist das hier die Nummer 9. Brauche menschliche Fingerabdrücke. Okay. Jetzt wäre natürlich gewesen, wenn wir jetzt nicht so einen guten Draht zu Hank hätten. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor. Wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 29,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Ebenklar wünscht Ihnen eine Antwort. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Ich drück. Ach so, da muss ich drücken. Habe ich ein Zeitfenster? Nee, ne? Wer ist das da? Ein blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Wer bist du denn hier? Okay, wir müssen, glaube ich, hier ein bisschen nach hinten zoomen. Oh, mehr geht nicht. Aber das müsste dann... Okay.
Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, was soll ich... Mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Probieren wir den hier. Das ist ein Reflex, ne? Oh, bitte. Okay, ging zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss ihn fragen, war. Androiden auf dem Weg finden. Welchen? Komm, 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 komm. Wir fragen Sie hier. Aha. Da ist er. Android ist in den roten Raum. Dann ab in den roten Raum. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Wir sollten uns die hier vornehmen. Oh Gott. Nee. Nix. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Halt. Ist in den blauen Raum. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 2:08. Wir sollten uns ihn hier schnappen. Er war in Benutzung. Verdammt. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Komm. Oh nee, ne? Halt. Komm. Da. In einen Raum versteckt. Okay. Ach so. Wer ist er hier? Ich weiß. Mitarbeitereingang geflohen. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann, das ist... Der da. Wahnsinn. Ist doch die Zeit aktiv? Nein, okay. Warte. Ich übernehme das jetzt. Oh, oh.
Durchsucht das Lager. Scheiße! Arzeni, so ein Quatsch, komm. Bin zu spät! Ach du heiliger Harry. Ach so, ist scheinbar abgehauen. Oder hat sich die Haare gefärbt? Was ist das da? Oh, das ist was zum Lesen. Das, was wir letzte Folge nicht geschafft haben. Die ersten Unsterblichen sind unter uns. Die mikroskopischen Maschinen, die uns ewig leben lassen. VR-MMA. Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ja, trotzdem aber medizinischer Fortschritte sind viele Krankheiten für Ärzte und Chirurgen noch unheilbar. Doch das könnte sich bald ändern. Cyberlife hat einen Nano-Androiden entwickelt, der im Körper eines Patienten Krebszellen bekämpft, das Immunsystem stärken oder genetische Krankheiten reversieren kann. In einem klinischen Test wurden Millionen dieser winzigen Maschinen verwendet, um Krebszellen anzugreifen. Sobald der Krebs vernichtet worden war, wurden die Nano-Androiden mit dem Urin des Patienten ausgeschieden. Mhm. Trotzdem nochmal medizinischer Fortschritte. Laut Derek Ross, dem Leiter des National Life Extension Institutes, sind die ersten Unsterblichen schon unter uns. Der Sieg über Krebs und Hirnkrankheiten und Organversagen wird eine nie gekannte Lebenserwartung ermöglichen. Doch der berühmte Ökonom und Autor Yuri Makhesh warnt vor einer unabsichtigenden Konsequenz. Wir haben bereits eine überalterte Bevölkerung, eine schwindende Anzahl junger Menschen unterstützt immer mehr Alte. Können wir uns bei steigender Arbeitslosigkeit wirklich weitere Millionen Senioren? Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die neuen Supermächte. Ich gehe mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Tja. Ich raff's nicht. Tja. Das ist das Problem. Da ist wieder das RA9. Tja, aber was macht man in so einer Welt? Aber ist schon krass, ja? So, dann gucken wir mal hier. Suche nach Spur aus blauem Blut. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Da ist ein Pickel da unten. Da liegt irgendwas auf dem Fußboden. Ich weiß nicht, ob das von Relevanz ist. Mist. Ich habe Angst. Nein. Nein. Au. Aua. Ach, verdammt. Ey, ich drücke immer die falschen Tasten. Nein! Ziehen. Och, komm. Was mache ich denn hier verkehrt? Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste.
Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Nein. Ist vermutlich besser so. Das hätte ich nicht gekonnt. Das hätte ich nicht mit mir selber vereinbaren können. Ey, was ist denn hier passiert? Abwächler gehen lassen und entkommen. Gut, Kampf verlieren. Ja, wir haben Kampf verloren. Also, man muss dazu sagen, ich bin echt, ich weiß, wo die Tasten nicht liegen. Ich weiß, welche ich drücken muss, wenn ich gelernt habe, welche Aktionen sie machen. Aber wenn mir dann ein Kreis angezeigt wird, habe ich auf dem Viereck gedrückt. Ne? Also solche Sachen. Sorry for that. Es ist halt, ich bin kein Pro-Gramer. Gramer vor allem. Grame, ja. Wir schalten uns das mal hier wieder an. Und dann gucken wir mal, wie wir die Entscheidung gemacht haben. Guck mal, Hinweise suchen, Opfer untersuchen, Androiden untersuchen, haben 99% gemacht. Also gab es 1%, die das nicht gemacht haben oder was? Die haben dann aufgehört oder wie? Weil das geht doch nur so raus. Na okay. Ruhige Herangehensweise, 46%. Aber es hat anscheinend nicht funktioniert mit der ruhigen Herangehensweise. Tatort verlassen, dann haben wir den Androiden-Zeugen finden, 99%. Wir wären in eine Sackgasse gegangen. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir den anderen Teil hier überhaupt nicht bekommen. Okay, es war schon richtig, wie wir es gemacht haben. Und wir haben den Abweichler verfolgt. Alternativ wäre Feierabend gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten, den zu finden. Ne? Lager betreten. Wir haben eine Sache haben wir nicht gefunden. Verdammt, das hätte ich mal vorher gucken sollen. Aber das weiß man ja nicht sofort. Das hätte aber dazu geführt, hätten wir dann an das Tor geguckt, das war ja das Letzte, was offen war. Was wäre denn dann passiert? Das wäre gar nicht weitergegangen, hä? Möglicherweise. So, Abweichler greifen an. Wir haben verloren, ja, ich weiß, aber wir haben sie gehen lassen, wir haben sie nicht erschossen. Ich kann sowas nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Vielleicht bin ich da einfach viel zu lieb und nett. Wer weiß das so genau. Zumindest war es jetzt in der Situation die beste. Guck mal, ich bin 1% und 0% Abweichler gehen lassen. Hammer. Sehe ich jetzt erst hier. Ja. Mal gucken. Mir fehlen da irgendwie die Worte. So, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Genau, wir machen hier an der Stelle ein Folgenpäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann setzt es hier gleich mit der nächsten Sequenz ein. Und bis dahin sage ich euer Firefox.